Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Projekt. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Sim Airport. Ja, wir haben hier eine grüne Wiese und müssen schauen, wie wir hier am besten einen Flughafen aufbauen. Dazu haben wir aktuell $1 Million zur Verfügung. Ich habe jetzt mal ausgewählt, dass ich wirklich von Null starte, denn man kann bei dem Spiel auch auswählen, dass man schon einen kleinen Startflughafen hat. Das wollte ich jetzt mal nicht, sondern ich wollte wirklich von Null anfangen. Das heißt, ihr begleitet mich jetzt hier bei dem kompletten Aufbau des Flughafens. Und wenn alles gut läuft, haben wir heute am Ende der Folge dann schon den ersten Flug. Das werden wir dann aber, wie gesagt, sehen, ob das alles so hinhaut. Wie schnell auch hier unsere Arbeiter sind beim Arbeiten. Genau, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich stelle hier mal schon mal auf Play. Wir haben hier nämlich schon unsere zwei Arbeiter, der Randy Fox und der Randy Fox. What? Okay, die zwei warten eigentlich nur darauf, eingesetzt zu werden. Und ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen und zwar mit einer Asphalt- oder mit einer Betonrollbahn. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, die günstigere. Oh, hoppala. Denn wir müssen natürlich Geld sparen. Ich hätte jetzt die einfach mal. Ah, okay. Jetzt sehe ich hier, für was es sich eignet. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt erstmal hier so eine kleine. Ja, machen wir hier mal für 100.000, bauen wir uns jetzt hier mal eine schöne Landebahn und ziehen dann aber auch schon gleich mal hier, ja, keine Ahnung. Ach nee, Moment, wir brauchen hier erstmal. Uff, wie ging denn das gleich nochmal? Ich brauche doch hier erstmal hier so ein Fundament. Floorline? What the fuck? Rohbeton? Kostet nichts, okay. Nein, ich brauche Fundament. Fenster hier, Fundament. Sehr schön. Das bauen wir jetzt einfach mal. Boah, ist das teuer. Ist das teuer. Ich hätte es jetzt einfach mal hier so gemacht. Omnibus? Nee. Das bestellen wir jetzt einfach mal alles ab. Zuschüsse. Oh. Nee. Shit, wo geht denn das? Also es ist schon ewig her. Es ist, wie gesagt, schon ewig her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Was macht denn der jetzt? Ach, die müssen jetzt. Okay, ja, dann muss ich noch ein paar Arbeiter einstellen. Machen wir mal 23. Ach nee. So. Gut. Schafft mal. Busankunft 0. Wie kann ich denn jetzt nochmal sagen, es soll noch kein Bus kommen? Weil das kostet mich alles Geld. Das kostet mich doch alles Geld.
Nee. Erfordert Forschung, Betrieb, erfordert ein COO mit einem Büro. Oh, shit. Erforschung, Betrieb. Ja, dann machen wir das mal. So. Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann brauchen wir logischerweise eine Türe. Nein. Wo ist Anreise? Hier. Ja, machen wir einfach mal da. So. So, dann brauchen wir logischerweise Rollweg, Rollweg. Nein, Straße brauchen wir auch nicht. Rollweg brauchen wir gleich. Wir brauchen jetzt erstmal das Gate. Gate, Gate außen. Was ist denn ein Gate außen? Ermöglicht Passagieren das Ein- und Aussteigen nur außen. Nur außen. Request the door for to the Terminal on Stockwerk 2. Oh, on Stockwerk 2. Request the door to the Terminal on erster Stock, Erdgeschoss. Okay. Was? Ach so. Nee, ich möchte mal nur außen. Ach, ich bin es gewohnt zu halten. Okay, gut. Das machen wir jetzt einfach mal dahin. So, baut das mal bitte. Meine fleißigen Helferleinchen da. Wir brauchen jetzt ein Ticket. Ryanair Double Ticket. Ach ja, stimmt, ich habe ein paar Mods hinzugefügt. Ja. Ticket Kiosk. Also die können da aufgeben. Mein Gott, aufzugeben haben können mit dem automatischen Ticket. Boah, ja, dann machen wir mal so und so. Und natürlich noch ein paar von diesen hier. So. So. Muss mit einem funktioniere. Was muss in einem funktionierenden Tickethalle? Alles klar. Dann machen wir das mal. Tickethalle. Plop. So. Sehr gut. Wir brauchen hier hinten noch Fundament. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Nee, so machen wir das am besten nicht. Ja, so machen wir das. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, denn als nächstes, genau, was war das nochmal? Hier, erfordert einen sicheren Bereich, mindestens ein zugewiesener Gateschalter erforderlich, zweimal angeschlossener Rollweg. Auf der Vorderseite ein Rollweg muss mindestens, requires a dot to the terminal und der erster Stock, Erdgeschoss, ist das G? Aktuell ist, okay, G ist, Erdgeschoss. So. Benötigt mindestens einen Rollweg, der an den beiden Enden verbunden ist. Ah, okay. Dann machen wir mal Rollweg. So. So. Und hier noch. Oh shit, jetzt habe ich kein Geld mehr. Das ist nicht so gut. Okay, wir müssen schauen, dass wir schnellstmöglich hier mal einen Flug
wegkriegen. So, erfordert einen sicheren Bereich, okay. Ach ja, stimmt, wir müssen das noch alles einzäunen, wa? Zaun. Zaun. Bauen wir mal einen Zaun. Hier einmal ringsherum. So. Dann ist ja das schon mal geklärt. So, Darlehen brauchen wir auch erstmal nicht. So, wir bauen mal hier schnell eine Wand. Und zwar brauchen wir ja jetzt sozusagen die Sicherheitsschleuse. Die bauen wir. Moment, hier ist die Tickethalle. Dann ziehen wir hier mal eine Wand rein. Ja, das. Ja, die ziehen wir vielleicht mal ein bisschen vor. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier die Besucher empfangen. Ne, hier machen wir die Sicherheit. Genau, da müssten wir dann auch eigentlich sehen, was es braucht. Genau, hier können wir dann auch einreisen. Ne, dann war es löschen. Ja. So. Sehr gut. Metalldetektor, Ganzkörperscanner, Gepäckscanner, Remote-Gepäckscanner und Ausweiskontrolle. Gut, alles klar. Dann gucken wir einmal nach der Ausweiskontrolle. Ja, machen wir hier. Ja, einfach ein paar Mal. Gepäckscanner, Metalldetektor, Ganzkörperscanner. Okay, also können wir eigentlich mal nach Scanner suchen. Remote Sicherheitsstation wird verwendet, um die Ergebnisse eines oder mehreren zugewiesenen Remote Gepäckscanner zu überwachen. Oh, Remote. Wie groß bist denn du? Ach du Heilige, du bist ja riesig. Ne, wir nehmen jetzt mal einen einfachen Gepäckscanner hier. Da kann ich es nicht hinmachen. Ah, okay, na gut. Ah, dann nehmen wir noch den Ganzkörperscanner, hätte ich gesagt. So. So, jetzt ist sie erfüllt. Jetzt müssen wir hier Personal einstellen. Benötigt mindestens 12. Okay, dann machen wir hier 12. Ups. 12 einstellen. So. Machen wir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Blub, blub, blub. Sehr gut. Die Tickethalle hat alles erfüllt. Das ist doch schon mal gut. So, was, du bist auch zufrieden? Jawohl, du bist auch zufrieden. Was brauchst du? Mindestens ein zugewiesener Gate-Schalter. Requires a door. Ach du Scheiße. Reports Overlay. Exklusiv einer Fluggesellschaft zu. Oh, das geht mittlerweile auch? Ist ja mal geil. Das ist ja mal geil. Man kann hier weiterhin die Bezeichnung ändern. Default, Erweiterungen, Switch Mode. Erweiterungen. Treibstoffanschluss. Ah. Gesperrt. Erfordert Forschung Treibstoff. Ja, okay, gut. Ja, also wir brauchen Gate Schalter. Wenn man es noch schreiben könnte. Busgate.
mit den Bussen vom Terminal zum Außenstandplatz zu fahren. Oh! Habe ich jetzt hier das Falsche gebaut? Habe ich das Falsche jetzt hier gebaut? Oh, Scheiße. Ja, weil ich hätte nämlich das hier bauen müssen. Das hier. Wasch. Ja, ich hab das L-Gate außen. Oh, naja, okay, dann, ja, Moment. Moment. Gate, Busgate. So, was genau ist das? Muss ich jetzt da noch eine Tür einfügen? Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Muss einen Außenstandplatz Remote Gate zugewiesen sein. Eine Tür zum Terminal erforderlich. Benötigt eine angrenzende Straße. Eine Tür zum Terminal. Nein, ich hab's genau. Kann ich das noch drehen? Okay, Moment. Moment. Das kriegen wir gleich nochmal hin. Ich glaube, das muss so rum. Und dann tun wir das dazuweisen zu. Ja, komm, baut's fertig. Zu dem hier. Schließen. So, benötigt eine angrenzende Straße. Was? Ja, und wohin? Dahin? Scheiße. Von wo muss denn der Bus, das Busteil hinkommen? Benötigt einen gültigen Pfad von Busgate nach Außenstellplatz. Remote Gate. Aha. Remote Treibstoff. Remote. Ich sehe kein Remote Gate. Remote? Nee, gibt's nicht. Ich glaube, wir. Hallo? Ich glaube, wir demontieren das und wir demontieren das. Oh Mann, ich glaube, das wird nichts mit dem ersten Flug. Schade, Mann, wenn man halt mal gescheit lesen könnte. Ja, dann bauen wir halt jetzt mal das richtige Gate. Ja. Und zwar nicht das Außen. Request the door to the terminal und Stockwerk 2. Nee, dann bauen wir erstmal das kleine. Ja, da bitte. Seid ihr gerade durch? Lauf durch die Geräte, ja, nicht schlecht. Mindestens ein zugewiesener Gate-Schalter, Regress the Door to the Terminal in der ersten Stock. Okay, so. Erweiterungen. Gate-Treppe. Benötigt Fundament im Stockwerk darüber. Müssen mich. Fett! Hier. Hä? Unzureichendes Guthaben. Oh.
Oh nein, ich habe kein Geld. Kreditwürdigkeit. Oh. Ja, nehmen wir mal. Annehmen. Sehr gut. Wir haben Geld. So, jetzt. Nur im Erdgeschoss möglich. What? Jetzt. Okay. Gut, 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 gut. Dann kommt hier eine Tür. Eine Tür. Und dann kommt hier ein Gate-Schalter. Gate-Schalter. Wie ging denn das? Ging das so? Könnte ich eigentlich nur zwei hinmachen, wa? So. Muss einem Flugzeug. Sehr gut, dann. Achso, zuweisen. Nee. Zuordnen, zuordnen, zuordnen. Die Tür muss von mindestens einem zugewiesenen Gate aus erreichbar sein. Hä, ist es doch. Oder geht die. Moment, geht die Tür da? Moment, 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 Moment. Ey, ihr kommt da nicht hin, wa? Zum Bauen. Oder kommt ihr da hin? Die Tür muss von mindestens einem zugewiesenen Geldschalter aus erreichbar sein. Als ob. Hey, da stand doch extra, es braucht. Hä? Da, hä? Ich war doch nicht dumm, da stand dort vom Erdgeschoss, oder? Jo, was ist da jetzt passiert? Oh, habe ich jetzt den. Ach so, okay. Ja, okay. Nee, dann ich kaufe jetzt auch einfach mal Flüge. Einfach mal, um zu testen. Die da. Oh, jetzt habe ich Hide gedrückt. Nee, Hide. Ace. Hä? Warum steht da nur Hide? Ach so, weil ich. Nee! Wieso geht es immer weg? Ah, hier. Alle annehmen. Ja. Sehr gut. Also du kommst. 6 Uhr, du kommst. 12 Uhr, du kommst. 16 Uhr. Ich glaube, die kommen erst am nächsten Tag. Die Tür muss von mindestens einem. Ja. Demontieren. So, Treppe. Treppe. Nach oben.
Geht es so? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich würde das jetzt ja gern mal sehen, ob das so funktioniert. Was brauche ich denn hier? Mindestens einer? Na, dann stellen wir den mal ein. Brauche ich hier nicht auch Leute? Wann kommen denn die ersten Leute? Was brauche ich denn hier noch? Erfordert Gepäckausgabezone. Oh. Gepäckausgabe. Ja, die ist hier. So. Jetzt kann der Flughafen doch eigentlich in Betrieb gehen. Packen wir mal die An- und die Abreise mal noch. Gescheit hin hier. Ja, Abreise und Anreise. Glaub. Ah, Gepäckausgabe hat gerade wahrscheinlich gemotzt. Windbedingungen verschlechtern sich. Oh. Flugliniendinteresse. Das Interesse richtet sich nach der Preisstabilität. Uiuiuiui. Warte mal, was macht hier meine Halt, wo ist meine Forschung? Forschung. Ah! Oh, jetzt habe ich wieder Geld rausgeschmissen. So, wann kommt der erste? Ui, Columba. Oh. Um 6 Uhr kommt der erste Flug. Ja. Solange. Ich glaube, die brauchten auch immer ein WC und sowas. Das könnten wir jetzt prinzipiell mal irgendwie hier aufbauen. In der Zeit. Oh, ich dachte schon, die ersten. Ich dachte schon, die ersten Fluggäste kommen heute. Kommen schon an. What? COO. Ah ja, stimmt. Was macht hier eigentlich eine Tür? Hallo? Demontieren. Danke. Ich weiß noch, das Büro konnte man recht klein machen. Irgendwie so. COO. Wie ging denn das gleich nochmal? Gebühren. Wartung? Da stehen. Das sind Leute. Oh mein Gott, das sind Leute. Was? Was? Wieso um 8? Ich habe doch keinen Flug um 8. Was? Der fährt mit seinem Gepäckwagen. Geil. Ja, also. Wie das so weitergeht hier mit diesem... Ja, man kann fast schon sagen, BER 2.0. Einfach mit dem Gepäckwagen durchs ganze Gebäude fahren. Ja, also wie gesagt, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Sim Airport. Schaltet auch da wieder ein.
Ja, macht's gut, bis dann, ciao.